Ja, schönen guten Tag oder auf GPN-Zeit, guten Morgen. Wir haben hier den ersten Talk im Open Hub und Jana wird euch heute, nachdem wir in den letzten GPNs, in den letzten Vorträgen gehört haben, wie kriegen wir eine Faser oder wie kriegen wir Netze in ein Rechenzentrum, mal erklären, wie kriegen wir denn ein Rechenzentrum und das Ganze Step by Step von unten nach oben. Bitte. Danke. Hey, guten Morgen. Ist doch voller, als ich gedacht oder mit gerechnet habe. Ja. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe so gedacht, so, ups, da steht euer Laptop, der hat noch 12%. Hoffentlich ist das, die Datei jetzt nicht irgendwie weggespeichert und nicht verfügbar. Ich habe schon mit so einer Fehlermeldung gerechnet, dass ich dann anfangen darf und lustige Sachen wiederherstellen kann aus irgendwelchen Backups, aber ich habe dann doch noch die passenden Folien gefunden. Von daher erzähle ich euch jetzt einfach mal, was man dann so braucht, um einfach mal ein Rechenzentrum hinzustellen oder auch, wie man mal von so einem Schreibtisch-Setup zu so einem Voll-Setup so ein Rechenzentrum hoch eskaliert. So, über mich, Jana, Herr Philipp, ja immer. Ich mache halt Rechenzentren Layer 0 bis irgendwie 3, wenn es sein muss, Infrastruktur. Ja, habe irgendwie jetzt den Ruf dort weg als Nerd. Ja, irgendwie von Remote Hands Team aufbauen über dann das Ganze irgendwie als Teamleadermann, dann irgendwie in Lab-Architekturen reingerutscht und irgendwie jetzt im Business Development gelandet. Ja, Business halt. Ein paar Begriffe, die ich verwenden werde. Also Netzersatzanlagen oder NEAS, USVs, sehr eher allgemeingültig. NSL ist bei uns halt Notfall-Security on-site oder Security allgemein. Glasfasern sollten relativ klar sein. Dann Stromverteilung, habe ich zwar Zentralverteilung und Kopfverteilung, speziell allerdings Richtung Kundenseite Kopfverteilung, deshalb rede ich auch so ein bisschen eher in der Benennung darüber. EVUs komme ich einmal kurz drauf, wenn es um die Einspeisung von Rechenzentren geht. UKGs, wenn es in Richtung Kühlung geht und dann UKGDX, wenn der Spezialfall noch kommt wegen Befeuchtung. Aber was wollen wir eigentlich, um irgendwie Hardware zu stellen? Ja, Platz, Strom und irgendwie Netz. Ja. Das fängt irgendwie an bei dem Setup, was irgendwie unterm Tisch steht. Ja, es macht strommäßig vielleicht und kühlmäßig doch nicht so viel Spaß. Dann kriegt man vielleicht doch irgendwie mal einen eigenen Raum, wenn man doch ein bisschen mehr hat. Und dann geht's halt weiter. Dann möchte man vielleicht doch nicht mehr im Keller sein und kommt dann in Rechenzentrumsarchitekturen rein, die dann in der Verfügbarkeit eben entsprechend steigen. Bis man irgendwann sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie hochverfügbar, hochausfallsicher, Banken, much business. Ja, gut, fangen wir mal mit dem Schreibtisch-Setup an. Keine Kühlung, wenn überhaupt mal ein offenes Fenster, Strom einphasig, kommt aus der Steckdose, 16 Ampere abgesichert. Ja, wenn man da mal wieder zu viel dran steckt, dann funktioniert auf einmal der Rest nicht mehr. Weil man nicht drauf geachtet hat oder im Raum einfach nicht genügend Strom reinbekommt. Und dann ist vielleicht auch das Ganze doch von einem Hausmeister gemanagt, der dann um die Uhrzeit, wenn man selbst irgendwas tut, nicht mehr da ist. Ja. Und die nächste Steckdose hält es halt auch nicht aus. Ja. Kaskadierte Verteilerleisten, die dann irgendwie nur 10 Ampere können. Jeder, der mal irgendwie dann sich einen Spaß gemacht hat, irgendwie mal gebrauchte Hardware zu kaufen, dann doch irgendwie so ein Blade Center sich holt, wird dann auch merken, nicht jede Leiste hält die volle Last aus, die da drauf steht. Und naja, dann zieht man irgendwie so 2 kW und das Ding fängt an zu qualmen. Ja, macht irgendwie keinen Spaß. Auch sehr gerne, auch schon gesehen, Reinigungskräfte glauben, ja, das Ding ist, es ist Wochenende, das Ding muss doch nicht laufen und schalten dann mal irgendwie das Ding aus oder
putzen und sind engagiert unterwegs und drücken dann halt mal die Verteilleleiste mit dem Ein- und Ausschalter aus. Ja. Im Büro natürlich auch, auch schon häufiger gesehen, ja, Speicher reicht nicht, ich muss irgendwie Sachen importieren, USB-Sticks. Und dann brauchen wir schnell jemanden Stick. Tja, und dann war die Datenbank weg. Ja, und von den kaskadierten Billo-Switchen für 10 Euro aus China, ja, die machen dann auch irgendwann nicht mehr so viel Spaß. Und dann kommt irgendwie derjenige, der sagt, oh, irgendwie könnte man doch die Bandbreite erhöhen und steckt mal zwei Kabel und unmanaged. Und ja, und dann hat man halt einen Loop, um das in einer größeren Gebäudeinfrastruktur zu suchen. Viel Spaß. Kann man machen, aber dann haben wir halt eine YOLO-Kolo. Wenn überhaupt. Das Ganze sieht dann auch ganz gerne mal so aus. Wo hab ich's? Genau. Das schreibt das Setup, mit dem ich mal angefangen habe. Ja, dann lustige Telco-Verteilung. Ja. Der Elektriker meinte, er wollte die Panels ab und zu noch mal rausnehmen, um das nachzupatchen und war der Meinung, nee, irgendwie, es müssen doch irgendwie halb Meter Kabel sein, anstatt 25er oder 15er. Und wenn man es dann doch vielleicht schafft, irgendwie noch mal irgendwie eine Abstellkammer zu finden, das endet dann ganz gern irgendwie in so lustigen Patch-Racks mit Tower-Maschinen und irgendwie so Zeug, was in der Gegend rumliegt und Müll. Und Kabelsalat gibt's oben drauf. Ja, vielleicht hat man dann doch mal irgendwie den Hausmeister oder den Verantwortlichen dazu überzeugen können, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier doch irgendwie ein bisschen was Kritischeres. Es soll vielleicht nicht irgendwie jeder da dran und vielleicht macht es auch keinen Spaß, wenn irgendwie immer die Sicherung fliegt und der Strom ist auch irgendwie so ein bisschen wackelig. Ja, dann denkt man sich halt so, okay, wir machen es jetzt doch mal, versuchen es mal richtig zu machen. Kauft sich eventuell nochmal ein Rack, versucht mal ein paar lustige Netzwerkgeräte, die irgendwie rumbaumeln, irgendwie auf Shelves zu packen, vielleicht nicht direkt zu verkabeln, vielleicht auf dem Patchpanel durchzuführen. Wenn man irgendwie so sein Büro selbst baut und keine Elektriker oder strukturierte Verkabelung hat, dann doch vielleicht mal Patchpanels einzubauen oder wenn man zu Hause auch mal hochskaliert, dann doch mal Panels einzuführen. Vielleicht hat man jetzt auch die Anforderung, mal ein paar VLANs zu machen, weil irgendwie ja, End-User-Traffic und irgendwie die hämmern irgendwie ständig auf irgendwelche Server drauf und ja. Vielleicht hat man dann auch einen Raum, kriegt irgendwie noch eine Lüftung oder eine Klimaanlage spendiert. Natürlich alles nicht redundant. Vielleicht ist der Elektriker auch noch lieb und gibt einem noch zwei Stromkreise mit entsprechender Absicherung für die USV und vielleicht haben dann auch die normalen Büromenschen keinen Zugang mehr. Vielleicht dann nur noch die Admins. Aber das endet dann auch ganz gerne mal in Abstellkammer-Modus. Vor allen Dingen, wenn halt nicht besonders viel drinsteht. So schon erlebt, wo stellen wir jetzt die 500 Kilo Papierlieferung hin? Keller ist irgendwie voll und kein Platz mehr. Da ist doch noch so ein Raum. Dann denkt man sich nur so, ich ziehe da irgendwie Strom und es wird irgendwie warm und die Klima spuckt auch ab und zu Wasser. Dann fängt man vielleicht an und baut sich noch eine Überwachungskamera ein, in der Hoffnung, dass das dann das meiste abfängt. Funktioniert dann meistens leider erstaunlich gut, aber auch da schon entsprechende Fehler passiert. Krankenhaus-IT macht es manchmal auch hart. Die NEA unten im Keller schafft nicht mehr den Serverraum irgendwie, wenn das MRT läuft. Pack dir mal ein bisschen USVs daneben und dann denke ich so, okay, mach ich mal. Ich habe ja nur irgendwie drei Server, ein USV, reicht nicht. Dann kaskadiert USVs und dann kommt der erste Stromausfall. Ja, und die geht auf Überlast und macht alles keinen Spaß. Deshalb, wenn man eben entsprechende Lasten hat, auf die USVs aufteilen, am besten unter 50% bleiben, dann sind die Akkus, die ja meistens irgendwelche Black-Gel-Dinger sind, am effizientesten. Ja, vielleicht hat man dann auch einen ordentlichen Switch oder was man halt dann so als doch gestellt bekommt mit ein paar Panels und vielleicht dann auch mal ein Rack, was man ein bisschen befüllen kann. Aber auch das schützt nicht vor Fehlern.
letztens erst an Arbeit. Kunde schickt Azubi, um mal eben noch einen letzten Server einzupatchen. Ja, und dann war auf einmal sein Uplink weg. Prio ist auf Kupfer. Und dann guckt man drauf, versucht es umzukonfigurieren. Ja, und dann kommt auf einmal der Spaß. Die Ports sind nicht einzeln auswählbar. Und guckt man ein bisschen weiter. Telnet, aktiv, admin, auf dem ist eine Public IP. Also kenne deine Hardware. Dann packen wir es doch vielleicht doch mal in ein günstigeres Rechenzentrum rein, weil ja, Strom fällt doch häufiger aus und mehr als irgendwie zweimal VDSL oder Retro SDSL ist halt vor Ort nicht verfügbar. Dann guckt man halt und sucht sich doch irgendeinen kleinen Colo-Anbieter, der dann vielleicht noch mit einer USV glänzt, auf einem Feed, vielleicht auch noch einen Generator hat. Sehr gerne dann auch mal dann hoffentlich mit Rex, aber halt auch Anbieter, die dann auch individuelle Setups machen. Vor allem halt in dem Game-Server- oder Low-Budget-Bereich dann halt auch sehr gerne mal Tower-Server mit entsprechender Hardware. Und jetzt sollte endgültig kein End-User mehr reinkommen und eigentlich nur noch die Admins. Ja, nur die Frage ist dann immer, hat man jetzt 24/7 da Access? Ist da auch immer einer vor Ort? Nicht zwangsläufig. Deshalb vielleicht SLAs, aber eher so auf Strom und physische Verkabelung. Und wenn man dann direkt vom Anbieter dann irgendwie ein Netz kauft und der sich irgendwie hauptsächlich seine Bandbreite über Peering zusammenholt, ja, dann hat man die Telekom und dann wird's lustig. Ja, das wollten wir haben. Aber was wir eigentlich wollen? Eigentlich wollen wir einen richtigen Platz haben. Wir wollen eine richtige Security haben, wir wollen einen richtigen Strom haben, wir wollen eine ordentliche Kühlung, auch mit Redundanz haben. Internet, auch gerne ordentliche Backup-Strategien, vielleicht auch selbst was machen oder einen ordentlichen Carrier nehmen. Und das Ganze bitteschön nur auf Glasfaser, weil wenn dann mal so ein größeres Gelände ist, dann möchte man auch nur noch Single-Mode haben. Ja, wenn dann mal zwischen Gebäuden auf einmal 800 Meter One-Way hat, dann kommen dann auch gerne die Kunden an. Ich habe da eine Optik, die geht nicht, ich komme nicht dahin. Ja, kenne deine Hardware. Ja, zur Aufgliederung, so, okay, Schreibtisch, gar nichts, Keller, okay, vielleicht ein bisschen was mit dem Basteln, Tier 1. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen Garantie mit der Erzählanbieter holt sich einfach, sagt so, ich habe jetzt einfach eine gewisse Marge an Restkapital und Versicherungsdienstleistungen. Ja, und sagt halt einfach, du hast Rex, wenn du mehr als irgendwie gewisse Zeit weg bist, kriegst du irgendwie, ja, dann irgendwie N-Refund in Credit oder zahlst nächsten Monat mal nichts, das überlebt der dann halt noch. Ja, aber so Time to Restore or Time to Fix, gerne mal in Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr. Ja, schon genug erlebt. Tier 2, der bietet einem dann vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen Redundanz in der Kühlung, dann auch ein bisschen, vielleicht dann auch mal SLAs auf Kühlung und Stromversorgung. Und dann kommen wir halt hoch zu den großen Tier 3, dann dementsprechend Gebäude auf jeden Fall N plus 1 versorgt, AB-Versorgung, Generatoren gerne dann mal N plus 2, Klimageräte eben entsprechend ausgelegt, AB-Versorgung, dreiphasig, 16 Ampere Minimum, sollte gehen. Tier 4 als Sonderfall, Tier 4 bieten Rechenzentren eigentlich ausschließlich an, wenn sie die Hardware selbst betreiben oder supporten dabei, kommt aber später noch zu. Oder man sagt sich halt, Beton, was man eigentlich haben will, macht irgendwie doch nicht so viel Spaß, weil Hardware tut weh, dann kommt man so auf Cloud. Ja, aber Security, ich möchte nicht, dass die regnet. Also bleiben wir jetzt erstmal in dem Vortrag speziell bei Beton. Zugangskontrolle bei Tier 2, dann vielleicht auch mit 24/7 Access, SLAs auf die Sachen, Strom und AB,
Hatte ich eben schon. So, kommen wir mal dann zu Rechenzentren in der entsprechenden gehobenen Klasse. So, jetzt mit richtiger Gebäudezuleitung, Redundanz in den entsprechenden Ebenen. Sinnvollerweise auch in der Gebäudezuleitung vom Energieversorger. Da gibt es dann auch wieder so verschiedene Klassen. Einige haben dann einen Energieversorger, von dem sie es eben entsprechend bekommen. Andere haben dann AB-Zuleitungen, vielleicht noch von zwei unterschiedlichen Trafostationen. Das ist dann wieder ein bisschen abhängig von der Lage des jeweiligen Rechenzentrums. Auf dem Land hat man dann in Ostfriesland oder so, hat man vielleicht dann eher Tier 1 oder Tier 2. Aber Tier 3 ist dann meistens eher so in speziellen Gebieten verfügbar, wo dann sich viele tummeln und jeder eigentlich dann mit entsprechender Redundanz irgendwie angeben möchte. Dann hat man eventuell noch Glück und der RZ-Anbieter bietet einem noch als nettes Zusatzfeature noch Remote-Hand-Services an und vielleicht auch noch die Möglichkeit, direkt zu beziehen oder bei Carriern direkt über den Einkauf des Rechenzentrums gut tarifierte Internetzugänge oder Sidekopplungen oder ähnliches zu bekommen. Gegebenenfalls dann auch RZ-Beratung, wenn es dann doch mal mehr als irgendwie die 1 bis 5 Racks sein soll und das dann doch eher dann mal so in 20 Racks in einem Cage oder Eskalierungen ab 200 Quadratmeter plus ausartet. Speziell, wenn man dann verschiedene Standorte dann zusammenführt, vielleicht dann noch über zwei Sites HA fahren möchte, dann gibt es verschiedene Rechenzentren mit verschiedenen Leistungsangeboten. Ja. Und yay. Kleinen Moment. Da ist mir gerade die Präsentation abgestürzt. Vielleicht sollte man nicht so Retro-Hardware nehmen. Gut, dann springen wir direkt hier rein. Genau. Dann kommen wir nochmal zu Tier 4. Das ist dann in der Regel auf Kundenseite, speziell halt im Bankenbereich, wo dann auch ganz gerne eigene Security eingesetzt wird, wenn man die Rechenzentren halt selbst baut und betreibt. Eben entsprechende Carrier muss man dann sich im Zweifel ranbuddeln lassen, weil nicht überall liegt halt die Fasern, die man gerne hätte. Und wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet halt zum Berg, sprich buddeln. Und das kann dann eben entsprechend auch mal Geld kosten. Ja, Redundanzspiegelung, HA-Setups intern, Replikation der Server-Setups, dann bei gewissen Bankenrechenzentren dann aktiv mit N mal aktiv oder passiv Backup nochmal an ganz anderen Orten. Dann die Richtung ist auch das, was dann eigene Cloud-Anbieter dann sich so ein bisschen auf die Fahne schreiben. Allerdings machen die halt viel selbst, indem sie einfach sagen, RZ-Anbieter, gib mir einfach Dark Fiber dazwischen. Ich mache irgendwie mein DWDM selbst und kümmere mich selbst, dass meine Daten von A nach B kommen. Danke. So. Zur Security. Jetzt sollte ja bei Tier 3 ja keiner mehr reinkommen. Zaunanlagen mit 24/7 Security, Rammsperren gegen wild gewordene LKW-Fahrer oder Leute, die anderweitig rein wollen. Thermische Überwachung, Bewegungs- und Druckmelder in Außenbereichen, Videoüberwachung, lustige RFID-Schließsysteme, ganz gern dann auch mal ohne PIN. Das ist dann aber wieder eine Sache von Ausbauwünschen, speziell wenn es dann darum geht, man möchte irgendwie so 20 Quadratmeter plus haben, dann muss man halt auf die Gunst seines RZ-Anbieters hoffen, dass die einem dann auch die Kunden die individuelle Lösung anbieten und nicht irgendwie sagen, ja, du möchtest kein RFID, hier ist der Standardschlüssel, den du im Baumarkt bekommst. Ja, Reporting möchte man dann auch eigentlich haben, sowohl für Zugang als auch für Stromversorgungen und Kühlung. Aber komme ich gleich nochmal zu.
hier natürlich auch das Thema Anlieferungen. Natürlich möchte man, wenn man irgendwie Post bekommt, weil man sich mal wieder ein Stack bestellt, das Zeug nicht direkt irgendwie im Cache stehen haben, weil, naja, dann heult der EZ-Anbieter und hat eventuell auch so eine Policy, ja, wenn es halt da länger als 2 Tage drin steht, dann wird es halt einfach mal rausgeräumt oder weggeworfen, egal was da drin ist. Ja, muss man im Zweifel einfach entsprechend ausmachen, Lagerbedingungen ausmachen. Ja. Physische Sicherheit, ja, mal als Beispiel so eine Schleusenanlage. Vorne Tor, hinten Tor, vorne eine rammfeste Schranke. Hier in dem Fall im morgens frühes Einfahrtsmodus, wo dann einer daneben steht und kontrolliert. Mit dementsprechenden Zaun und übergeschützten Aufbauten. Sprich, wenn da einer mal dran hochklettert, dann kippt dafür der obere Teil weg und die Alarmierung geht in der Leitstelle los. Da möchte man dann auch gegebenenfalls je nach Anbieter dann auch eigenes Personal verwenden. Aber das ist Glaubensfrage des jeweiligen RZ-Anbieters. Ja, Brandschutz ist auch eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr letztes Jahr den Vortrag gehört hattet. Data Center Box von Tux, der hatte den Spaß mit, ja, wir pusten dann mal mit einer Rauchkassette rein. Das dreht sich im Kreis und der Rauchmelder funktioniert nicht mehr so wirklich. Deshalb bei dem Level möchte man dann auch eben entsprechend eine Ansaugung haben, die dann zentral für die ganze Fläche gilt, um auch sowohl im Doppelboden als auch in falls vorhandenen Kaltgängen eben entsprechend eine Detektierung zu haben. Zumal wir hier auch im Gegensatz zum Container von einem relativ großen Luftvolumen sprechen, bei 600 bis 1200 Quadratmeter Flächen. Bis da dann doch mal was am Sensor ankommt, dann möchte man dann auch im Zweifel Partikelerkennung haben, um eben entsprechend auch da Sachen zu sehen. Natürlich möchte man auch Reporting für sowas haben, speziell weil Anlagen bei Erstauslieferung von gewissen BMA-Herstellern dann zu scharf oder zu lasch eingestellt sind. Den Fall erlebt Kunde, der Techniker, starker Raucher, kommt rein, 2 Minuten später, Brandmeldeanlage geht los. Ja, Restrauch in Klamotten. Ja, der Teil, der nicht so schön ist oder der nicht so sichtbar ist, organisatorische Sicherheit. Man möchte dann auch eben entsprechend auch die Prozesse, Changes und Anmeldungsprozesse, Anlieferungsprozesse sauber haben. Weil man kann es natürlich jetzt noch auf Tier 4 und die machen jetzt alles speziell mit irgendwie Durchleuchten von Paketen, Abtasten und so weiter, hocheskalieren, was einige Cloud-Anbieter einem erzählen. Ja, aber in der Regel, die kochen auch mit Wasser und physische Sicherheit ist soweit eigentlich schon mal ganz gut. Der Hauptpunkt ist meistens aber, da muss man sich schon anders anstellen und Vereinzelung funktioniert halt auch in der Regel gut, aber spätestens dann, wenn es um Anlieferung geht und die netten Paketlieferanten selbst an Arbeit getestet, mal 50 Euro mal in die Hand gedrückt und dann kann man auf der Ladefläche mitfahren. Dann, das möchte man eventuell dann auch vorher mal detektieren, ob das reicht und wie weit man reinkommt. Das ist dann auch wieder so ein bisschen von den Anbietern unterschiedlich und auch, was man als Erwartung hat. Speziell, wenn es dann doch etwas höher sein soll an der Security, dann baut man sich eher in seinen Cage, gibt irgendwie so 10 Quadratmeter auf und baut sich nochmal eine eigene Schleuse ein, um Materialtransfers oder Ähnliches in seinem Bereich stattfinden zu lassen. Ja, und dann halt die Prozesse, die dann je nach Security flexibel ausgelegt werden können, wenn es dann doch mal dringend ist oder extrem starr und selbst im Notfall kommt der Techniker nicht rein. Ja. Kann gut sein, kann schmerzhaft sein, hängt von der Innensicht oder der Außensicht des jeweiligen Sicherheitsverantwortlichen ab. Ja, Strom. Ja, möchten wir immer. Wenn dann mal das Netz von außen in die Zuleitung weg sind, bitte gerne immer noch. Und dann natürlich auch die Trafos von den Gebäudezuleitungen. Wenn man verschiedene Stromebenen hat, die auch redundant. Und dann kommt der Telco und sagt, ich hätte gerne 48 Volt. Ja, und
dann stellt man halt da auf einmal einen Haufen Gleichstromnetzteile daneben. Effizienzmäßig. Genau. PDUs im REC, meistens als Standard-Colorex unmanaged. Andere Anbieter oder Kunden möchten dann Umbauten auf APC oder andere managed oder überwachte Stromleisten haben. Wieder, entweder bringt man die selbst mit, verhandelt mit dem Anbieter, weil SLA geht meistens bis zur Steckdose in der Leiste. Dann muss der halt eben entsprechend angepasst werden, dass doch in der, im Doppelboden erst der SLA endet und der Rest Kundenverantwortung ist. Weil, ja, dann kann man, sonst kann man sich halt auch lange streiten, wo jetzt der Fehler liegt und dann war es die Sicherung in der PDU. Ja. AB-Feed, beides OSV, möchte man haben. Kleinere DCs, irgendwie so 10, 20 kV-Zuleitungen, größere dann höher mit 110 kV. Wieder abhängig, wo man ist. Einige haben einen Anbieter, sagen, oh, wir sind auf 110 kV. Andere sagen, wir haben 110 kV, eigene Trafostation mit A- und B-Versorgung und im Zweifel können wir die trennen, um eben entsprechend schalten zu können. Eigene Ringleitung oder eigene doppelte Gebäudezuleitung im entsprechenden Mengen an Trafos mit Verteilungen pro Gebäude, Schaltanlagen, redundant ausgelegt, mit im entsprechenden Wänden und Dächern, dass dann auch, wenn so ein Ding mal hochgeht, dann nicht das ganze Gebäude drunter leidet. Wenn so ein Trafo hochgeht, macht das auch Spaß. Und man möchte natürlich auch Prüfprotokolle sehen, weil die Story kennen wir ja alle noch von einem anderen Anbieter. Basisstruktur, so im Normalfall, Erzeugung, irgendwie wird es dann auf Hoch- oder Höchstspannung transportiert, wird runtertransformiert und geht dann irgendwie zum Endverbraucher. Ja, ab der Umspannung bis zum Verbraucher, das wird dann noch ein bisschen komplizierter oder kann komplizierter werden, wenn man ins RZ kommt und Verfügbarkeit haben will. Das ist der Teil, der dazwischen ist. Irgendwie Umspannung aus entweder eigener Umspannstation oder direkt vom Energieversorger, Mittelspannungsschaltanlage, daraus dann in die Verteilung des Gebäudes mit eben entsprechend Möglichkeit, wenn eine Seite wegbricht, diese auch wieder mit der B-Seite zu koppeln. Die Trafos eben entsprechend runter auf 400 Volt. Wieder an der Schaltanlage ist es dann wieder eine Glaubensfrage oder eine technische Anforderung. Je nachdem, dass die Generatoren an Größenordnungen haben, die dann auch mal zwischen 1,8 und 3 Megawatt liegen, muss man sich halt überlegen, ob da halt nur drei Phasen rausfallen oder mehrfach die drei Phasen rausfallen, um dann eben entsprechend dort dann wieder die Verteilung auf unterschiedliche Bereiche zu machen, weil an dem Punkt, je nachdem wie groß das Gelände und oder die Bereiche werden, möchte man da auch eine entsprechende Trennung haben, damit wenn ein Kunde, der eine gesamte Fläche hat, mal ein Problem hat, der nicht gleich den gesamten Rest mitreißt, beziehungsweise selbst dann die Generatoren eben entsprechend so ausgelegt sind, dass das Gebäude volllastfest ist, ebenso wie die Kühlung. Und möchte auch einen Nachweis haben vom Anbieter, dass dieser eben entsprechend nicht oversubscribed, sprich, wenn alle mal Vollgas fahren, dann kommt der große Cloud-Anbieter und sagt, so, und ich ziehe jetzt mal 2 Megawatt mehr. Scheiße, wir haben keinen Strom mehr. Und dann schaltet man halt Einzelreckkunden ab, weil da ist die Pönale halt nicht so hoch oder quasi nicht vorhanden, weil dann zahlt er halt diesen Monat nichts. Ja. USVs, die 12, 24, 48 Volt USVs, die man am Tisch stehen hat, die sind jetzt auch Geschichte. Diese Dinger sind modular mit entsprechenden Bänken aus Leistungsverlustgründen und auch anderen Punkten wie Leitungsquerschnitten, Lasten oder ähnliches. Hat man auch Doppelumwandlung, sprich Wechselstrom, Gleichstrom auf der Gleichstrom-Rail, die Ladekontroller und Entladekontroller für die Akkus und dann halt wieder eine komplette Wandlung in Wechselstrom bzw. Drehstrom, um dort eben entsprechend eine Trennung zu haben und eine latenzfreie Umschaltung zu haben, im Gegensatz zu kleineren USVs, die dann eben entsprechend Umschaltmoment brauchen, bis die Relais oder die Transferschalter umschalten. Ja, USVs je nach Gerät,
dann auch mal 400 oder 690 bis 1000 Volt Gleichstrom. 10 Minuten Minimum, 15 Minuten möchte man haben. Mit der Abwärme hat man im Idealfall die Generatoren vorgeheizt. Wenn die kalt sind, kann man die mit 30% Last starten. Wenn die vorgeheizt sind, mit 50-65%. Wieder abhängig von Hersteller, Modell, Volumen, weil wir reden hier über 30 bis 50 Liter Hubraum pro Generator. Ja, außer USV, dementsprechend getrennt dann in die Raumeinspeisung, in die jeweiligen Kopfverteiler. Ja, da dann dementsprechend Einspeisung, gegebenenfalls eine Haupteinspeisung für den Raum und Unterverteilung in die einzelnen Kopfverteiler, die dann im Idealfall bei eigenen Flächen oder eigenen Cages dann pro Kunde sind, jeweils die A-B-Seite voneinander entfernt, unterschiedliche und getrennte Trassenführung im Boden, wenn man es übertreibt, auch abgeschirmte Trassen mit Schlössern, ebenso getrennt, dann Strom im besten oder wenn man es mag, unten im Boden und Datenverdrahtung oben, dann spart man sich auch wieder Schmerzen. Bei Verlegekabeln kann man darüber diskutieren, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und dann geht es halt in die PDUs und an die entsprechenden Verbraucher. Ja. Der Punkt dabei, der Strom wird immer teurer. Ab Einspeisung, je nach Anbieter, 4 bis 10 Cent eine Einspeisung. Nach dem Trafo kostet das Ding mal 2 Cent mehr. Dann kommen die Generatoren dazu. Dann schreibt man schon so 10 Cent dran, dann kommt die USV dazu, dann schreibt man 12 Cent dran mit Verteilung, Kühlung, dann kommt nochmal, sagt man vielleicht nochmal 100% Kühlung und dann kommt es irgendwie mit 26 Cent bis 30 Cent irgendwie beim Kunden aus der PDU raus. Und das ist halt auch nochmal eine entsprechende Wertschöpfungskette, die man eben entsprechend für diese Redundanz auch dann mitbezahlen muss. Das haben die halt eben die Frage, ob einem das wert ist. So, aber was Strom verbraucht, wirft nicht nur CPU und Compute raus, sondern auch Abwärme. Ja, Kunden, vor allen Dingen aus der sehr klassischen, historischen IT, sagen, ja, wir wollen das alles kalt haben. Ich habe noch so einen Kunde, der glaubt, dass 18 Grad geil sei. Ja, der muss dann halt auch eben entsprechend seinen Stromaufschlag zahlen und hat zum Glück eine einzelne Fläche. Aber ja, er will dann doch demnächst mal umbauen. Hoffentlich. 22 bis 24 Grad Standardregelwert ist vollkommen ausreichend. Wer 21 Grad braucht, muss dann halt eben entsprechend die Kosten tragen. Nicht jede Hardware kann höhere Temperaturbereiche abhaben. Die ganze Hardware packt dann ihre 6 bis 28 Grad im Regelbetrieb, vielleicht auch höher bis knapp über 30. Allerdings, dann hat man dann doch irgendwie den kleinen Switch hinten in der Ecke stehen oder oben im Rack. Ja, der sagt dann halt, ja, ich möchte maximal 26 Grad haben. Alles andere sage ich 60 Minuten, bis ich ausschalte. Da gibt es Tricks für unten einbauen, Einzelabtrennung, gegebenenfalls die Netzwerkhardware in ein einzelnes Rack packen, vielleicht eine Zusatzkühlung rein. Oder anderweitig kühlen. Vor allem problematisch bei Netzwerkhardware, die etwas historisch bedingt ist und rechts nach links Telco-mäßig kühlt und nicht Front-to-Back oder Back-to-Front kann. Auch sehr gerne schon gesehen, Kunden, die ihre Hardware verkehrt rum einbauen und sich dann beschweren, wieso der Server, der oben drüber steht, so warm wird, weil unten der große Router mal mit 2 kW nach in den Kalkgang reinpustet. Dann beschwert sich auch der Nachbar gegenüber. Ja, Effizienz dazwischen, zwischen 22/24 und 25/28, ja, die Einsparung gibt es. Zahlen sind wir immer gerade evaluieren, weil wir die Möglichkeit bekommen haben, bei einem Kunden dementsprechend Versuchsaufbau zu fahren. Könnte dann demnächst nochmal im zweiten Talk nachgereicht werden oder irgendwann in den Speakers Notes zu den Folien. Anbieterspezifisch die Kühlung.
Einige Anbieter bauen es dann aus, wenn sie die Leistung auch wirklich verkaufen. Sinnvollerweise sind die Anschlussplätze auf dem Dach schon vorgesehen. Ansonsten darf man Wasser ablassen oder abschiebern und das macht dann wieder keinen Spaß. Und alle Kunden sind wieder betroffen. Direkte Kühlung, ja, kann man machen. Luftfilter wechseln, Außentemperaturen. In Frankfurt wird es leider immer wärmer. In anderen Punkten ist es halt schon etwas schwieriger. Oder in anderen Gegenden, ja. Und ab einem gewissen Punkt, dann sagt man, okay, indirekte freie Kühlung. Ab einem gewissen Punkt muss dann auch der Kältekompressor einspringen und das sieht dann so aus. Rückkühler, Kältemaschinen, das Ganze mixt man zusammen, packt es durchs Umluftkühlgerät und schiebt es in den Doppelboden. Effizienzmäßig dann am besten dann halt auch direkt in den Kaltgang rein. Effizienz bei der Hardware. Ja. CPUs machen auch Spaß, vor allen Dingen die alten Heizungen. Auch dort kann man sich überlegen, zum Beispiel modernisieren. In der Kühlkette kann man sich eben entsprechend auch Sachen mit Temperaturoptimierung überlegen, ob man Sachen verschoben bekommt. Natürlich, was man immer mit hat, die Leitungs- und Trafo-Verluste zu minimieren durch höhere Spannungen, andere Querschnitte oder ähnliches. Oder auch durch Tricksen bei den Verbrauchsfaktoren, sprich dem PoE, sprich der eigentlichen Effizienz. Ja, PoE. Kann man tricksen, aber vom Grundsätzlichen her, der Verbrauch des gesamten Datacenters minus die Büroflächen, weil es ist ja kein IT, durch die eigentliche IT-Last macht dann irgendwie so einen Faktor von 1,0 oder etwas höher. 1,1, ja, wenn ich jetzt gucke, 1 kW, irgendwie 100 kW Lüfter passt irgendwie noch zusammen. Darüber, es ist natürlich auch wieder abhängig von Auslastung. Umso höher ausgelastet ein Gebäude ist, umso besser kann natürlich auch der designte Power Factor sein. Durch höhere Auslastung dann eben entsprechend die Effizienz rausholen. Ich habe ein Gebäude, da fährt ein Kunde exklusiv gerade seine 3 kW drinne. Die Kaffeemaschine zieht mehr und der hat irgendwie PoE von 300. Ja, deshalb als Indikator nicht zwingend geeignet. Allerdings ist ein Indikator, wenn einem einer was von irgendwie von 2 erzählt, dann sollte man eher sich überlegen, ob man doch woanders hingeht. Noch so ein paar kleine Tricks. Es gibt auch welche, die dann andere Sachen wie die Beleuchtung des RZs nicht mehr mit einrechnen, obwohl die auch auf der RZ-Fläche Abwärme erzeugt. Dann, wo ist der gemessen? Ist die Leistung an dem Kopfverteiler gemessen? Ist sie an der Einspeisung des Geländes gemessen? Also sprich inklusive Leistungsverlusten. Oder geht man dazu über und sagt, okay, wir drehen jetzt einfach die Temperatur hoch, dadurch drehen die Lüfter etwas schneller, wir brauchen etwas weniger Strom in der Kühlung und dadurch kann man dem Kunden Dinge erzählen. Ja, so ein bisschen die Entwicklung aus allgemeiner Sicht. Ja, die Keller-IT verschwindet zum Glück so ein bisschen. Dev-Umgebungen landen in der Cloud, andere möchten ihre Daten gerne doch auf eigener Hardware haben, die gehen dann in die RZ-Richtung. Kunden möchten Audits haben. Zertifizierungen bei eigenbetriebenen RZs ist Aufwand und kostet Geld. Wenn man die Ressourcen hat, weil man Banken oder ähnliches ist, gerne. Ansonsten, selbst die gehen teilweise dazu über oder auch Cloud-Anbieter, dass sie merken, selbst betreiben macht Mühe, Personal oder Fachkräfte sind schwierig zu finden. Wir kaufen jetzt einfach nur die Flächen beim RZ-Provider. Auch die Uplink-Problematik ist gegeben mit dem Buddeln bis zur nächsten Faser. Andere möchten ihre Daten möglichst nah haben, haben irgendwie ein bisschen Basiscompute und den Rest holen sie sich dynamisch aus der Cloud, wer es mag. Auch die Latenzen dorthin ist so eine Sache. Je nachdem, wo man kauft, entweder ist das im anderen RZ, was der Carrier dann für lustige Netzwerk-Hardware dazwischen hat, wie oversubscribed die Sachen sind. Aber auch andere Sachen, dass Kunden mit großen Datenmengen im Forschungsbereich beispielsweise einfach sagen, ich möchte das Zeug jetzt einfach hier vor Ort haben, beziehungsweise
wenn die Latenz eben entsprechend niedrig sein soll, dann muss man halt einfach vor Ort gehen. Sprich, ich glaube, nachher so gibt es noch einen Talk über 5G. Das ist so ein bisschen die Richtung. Man möchte da einfach unter 5 Millisekunden haben, also sprich so unter 30 Kilometer bis 100 Kilometer weg sein vom Ort der Datenentstehung bis zur Verarbeitung. Dadurch halt die geringeren Reaktionszeiten. Compute kann man schön irgendwo am Straßenrand in der Ecke machen. Im Container beispielsweise, Edge Data Center, komme ich gleich dazu. Der Anfang aber vor Ort, weil von dort den Kram wegzubekommen, ist halt auch wieder Aufwand. Aber wenn es irgendwie um Archivierung, Big Data Analyse geht, das schiebt man dann doch irgendwie wieder ins normale DC rein. Ja, Edge Data Center gerne mal als Container. Meistens, wie gesagt, der Fokus auf Compute. Datenhaltung schiebt man irgendwie archivmäßig, entweder Cloud oder, wenn es doch irgendwie mehr sein soll, irgendwie in sein eigenes Cluster rein. Möglichst die Datenverarbeitung da dran, aus Latenzgründen. Natürlich die Sicherheit von so einem kleinen Ding ist natürlich nicht so hoch, deshalb möchte man die Daten vielleicht auch nicht Langzeit vor Ort haben. Höhere Dichte ist auch so ein Ding. Luft kühlt man das dann, innerhalb macht man Flüssigkeitskühlung. Kann man sich überlegen. Der Datentransport, wie gesagt, Latenzen, natürlich aber auch dadurch, dass man halt andersweitig kühlt oder halt nur Compute hat, dann eben entsprechend auch eine Dichteerhöhung, um die Auslastung eben entsprechend zu erhöhen, um eben entsprechend auch die maximale Effizienz der Kühlgeräte zu nutzen, wenn man so einen Container hat. Und natürlich auch der Strom, der so ein Container braucht, wenn die mal so mit 250 bis 350, 400 plus Megawatt fahren, da muss man seinen Energieversorger auch erstmal überreden, dass der einem so viel dahin legt. Ja. Beispiel für so ein flüssigkeitsgekühltes Kühlaggregate mit Verteilung, maximal noch einer ganz kleinen Klimaanlage für die paar Sachen, die doch noch einen Lüfter brauchen. Aber wenn man richtige Hardware kauft, dann kann der Kram dann auch die Netzteile und RAM flüssigkeitskühlen. Ja, damit wäre ich jetzt erstmal soweit offen und würde jetzt gerade einfach mal sagen, gehen wir mal zu Fragen über. Ja, wer hat eine Frage? Okay, ich sehe, es ist noch früh morgens. Noch nicht alle wach. Ja, wenn keine Fragen mehr wären. Dann würde ich gerade zur letzten Information kommen. Ja, ich mach das halt beruflich. Der Hintergrund steht da. Wenn da jemand mich erreichen will, ich bin noch ein bisschen da, am Knockdesk oder unterwegs. Ansonsten vielen Dank für euer Interesse und bis demnächst. Ja, danke für den Vortrag, danke fürs Zuhören. Viel Spaß noch.